Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die mit dem Krian. Hallo Yogi. Ja, Krian hat den Schatz gefunden. Wir haben jetzt noch nicht genommen, weil ne, die Zombies kommen. Das heißt, ich hatte hier Ist. noch ein bisschen Barriere drum gebaut. Wenn du Das heißt, runterkommst, straight Richtung Norden gucken. okay. Unser Plan ist Der Plan jetzt, ist. ich loote, baue mich hoch, dann geht Yogi runter, lootet, baut sich hoch und dann haben wir alle Zombies da oben. Richtig. Und tatsächlich, ich habe jetzt geskillt, dass ich 5% weniger zahle beim Trader, weil ich so ein netter Mensch bin. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich Dann gehst uns du mal gleich rein. den ersten von den Wasserdingern looten können, leisten können. Ich Ich ziehe sie komme nicht an mal. das Ding. Kann es sein, Aber dass du die Dinger. Doch, okay. ich musste nur im richtigen Winkel stehen. Drei habe ich auf mich Hallo? gezogen. Aua. Sind hier Einer anscheinend Zombies? eine von hinten. Wir haben in der Nacht auch ein paar Zombies getötet. Mit schönen Schüssen. Natürlich habt ihr das nicht gesehen, deswegen glaubt mir keiner. Oh, ich habe keine Stamina. Die brennt. Und du brennst auch. Oh ne, du brennst nicht. Schade. Ich habe keine Stamina. Warte, ich komme neben dich. Ich habe Hunger. Ja, das habe ich auch. Ich habe nur noch 20 oder so. Aber der Zappel-Philipp in Gelb ist nervig. Ja, mehr Bodyshots. Das war ein schöner Kopfschuss. Oh, das war ein schöner Kopfschuss. Leider ein Speedbonus. Warum kriegt die alle einen Speedbonus? Die ist halb nackt. Die kann doch gar nicht so schnell laufen. Nackte laufen nicht so schnell. Was ist das denn für ein Argument? Das ist so mehr Aerodynamik durch Kleidung. Ach so. Dann ist aber. Warum drehst du jetzt zur Seite? Schön den Kopf Also ich meine, so groß weggeballert. wie deren Brüste sind, die muss eigentlich hin und her wackeln beim Laufen, ohne So. geradeaus laufen zu können. Also das ist ja so funktioniert das. Naja. Möchtest du vielleicht ein paar Bohnen haben? Ein paar Bohnen? Ja, würde ich nicht Nee, da, nicht aber mal Bohnen. ne. Lüge ist das Pfirsich. Ja, du esst du erstmal. Ich bin zwar hungrig, aber ich habe de facto noch 52 Essen. Also, ne? Ja, gut, da habe ich deutlich weniger. So, nehmen wir hier mal unser. Must repair. Repair. Wie So, lustig die lassen wir da das runterfallen. Ding drinne. Dann Hier steckt ein Pfeil in der Luft. Nehme gehen ich. wir schon mal. Ich kann dir auch schon mal das Geld geben. Oh ja, gib mir. Gib mir. Da. Oh, hier vorne ist noch ein Reh. Das würde ich dann noch snacken. Es ist halt Du einfach bist. instant wieder dunkel. Geh in die Sneaker-Position. Ich hab durchgeschossen. Ich loote jetzt das Bird Nest. Ja? Okay. Da haben wir es doch. Er hat getroffen. Hui. So. Wie perren wir das mal? Also, der Erste, der lootet, der kriegt noch ein bisschen was. Ah, deswegen hast du. Ja, ich habe mich eben nämlich gewundert, warum hat der Krähen jetzt auf einmal Essen? Wo hat er das her? Wen hat er ausgeraubt? War einer der Zombies ein Essenslieferant? Also, ich habe jetzt 70 Fleisch einstecken. Das ist schon Nice. nicht schlecht. Kann ich ein bisschen Bacon in Eggs machen? Wobei wir noch ein paar Bacon und Eggs da haben. Also. Ja, auch schön. Auch schön. Ja, ich hatte eben. Ich hatte so einen Stew gefunden und das gibt 50 Essen. Das hatte ich mir vorhin reingedrückt. Na, die Ausdauer ist natürlich wieder sehr bescheiden hier. Ja, ist einfach dieses dauernde Essen und Trinken ist Schmutz. nervig. Ich bin jetzt auf dem, also ein Level noch, dann kann ich wieder weniger Essen und Trinken verbrauchen, weil ich hatte den einen Dings geskillt. Aber ich habe halt, ne, den einen Punkt, den ich dafür jetzt gebraucht hätte, in das Better Butter, 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 Butter. Better Butter. Das klingt doch gut. Bessere Butter. Jetzt neu. Also ich glaube, wir sind hier schon in dem richtigen Biom. Da ist das Wetter meistens recht nett. Ja, und wenn du halt willst, dass es regnet, weißt du ja, wohin du gehen musst, gefühlt. Richtig, 5 Meter in irgendeine Richtung. Ich meine, eigentlich müssten wir in so einem Bereich dann unseren Tausammler aufstellen, weil ich meine, ne, wenn es da durchgehend regnet. Falls es denn Einfluss darauf hat, ja. Ich befürchte, dass das nicht der Fall ist, aber.
Oh, ich könnte dir eine Helmet-Light-Mod holen. Dann hättest du auch ein Ja. Helmet-Light. Ich weiß nicht, ob ich einen Helm habe. Habe ich einen Helm? Ja, ich habe einen Helm. Level 3, das heißt, da kann ich auch was reinmodden. Dann hole ich dir die Helmet-Light-Mod. Ja, gerne. Gerne, 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 gerne. So, und es gab 500 für mich. Das heißt, Ja, wenn du auch nice. 500 kriegst, dann haben wir genug Geld, dass du dir das Ding holen kannst. Oh yeah. Und dann lege ich hier direkt dir die Mod und das Geld hin. Shotgun, Molotov, First Aid Kit. Was ist das? Ich würde mir Shotgun Messias kaufen zum Skillen. Weil Ja, mach Painkiller mal. und First Aid Kit. Oh. So. Ja, auch 560 bekommen. Ich habe jetzt Ja, hier liegt 2283. noch hinter dir liegt noch die Mod. Ja, nehmen wir die Mod. May I see your inventory? So, was kaufen wir jetzt? Eine Triggerplate. Ein Techplate. Achso, nein. Ich nehme mal an, das ist unter Food. Nee, einfach sogar einfach Filter. Also hier. Ja, Filter heißt das Ding nicht. Dann such nach Worte. Achso, nee, weil ich nur das Essen ausgewählt hatte gerade. Waterfilter. Ja, 2137 zahle ich. Hast du 100 gespart. Das war so eigentlich Beschiss, wenn man ehrlich ist. Schon, ne? Ja, ich kaufe uns jetzt halt einen, ne? Ja, müssen wir ja. Wir müssen dieses Wasser irgendwie. Come back now, halt Maul, ihr abgezogen hier. Ist da noch ein Huhn? Nee. So, ich setze dann schon mal das nächste Essen auf und Wasser. Jo, ich bin auch auf dem Heimweg. Also die können, diese Wasserfilter können maximal drei halten, drei Wasser fangen. Aber es ist wirklich nur etwa ein Wasser pro Tag. Es ist halt wirklich quasi nix, wenn man mal Das ist eine ehrlich ist. Qual. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich brauche dann von dir auch noch das Fleisch. Jupp. Da kommst du gleich. Eins reicht. Ich drücke halt immer I für Inventory und das ist falsch. Hier, Fleisch und Eier. Danke. Dann mache ich direkt hier weitere Bacon und Eggs. Nochmal 18. Das klingt doch Sehr ganz schön. gut. Das hört sich gut an. Das hört sich richtig gut an. Hör doch mal auf, I zu drücken, um das Inventory zu öffnen. So, da ist auch noch Essen drin für dich, also. Sehr schön. So, die Mod müsste ich jetzt eigentlich in den. Ach, wie ging das nochmal? So, Modify. Wenn ich das richtig sehe, ja, zieh es aus dem Inventar raus, gute Idee. Wenn ich das richtig sehe, ist das auch nicht mehr so, dass die Helm-Mod Strom verbraucht. Das kannte ich Was sowieso ist? nicht. Also ich kannte halt nur wirklich, es ist halt eine Lampe. In meinem Kopf war das, dass das kaputt. Ah, ne, das war ein Raft, glaube ich. Zwei Wasser habe ich da drüben drin. Dann können wir also noch zwei weitere Tees machen. Dann machen wir das doch direkt. Brauche noch Holz. Collector. Holzenst. Okay, wir brauchen vier Duct Tape. Na gut, ich So. kann eh nur halbe oder ganze Stacks nehmen, also ist eh egal. Wir haben auch gerade nur vier Ducktapes. Das heißt, wir Perfekt. brauchen wahrscheinlich demnächst auch einen Beaker, oder? Weil ich glaube, ohne Beaker kommen wir nicht an Ducktapes ran. Weil wir Ja, wir brauchen ja brauchen noch immer. eine Werkbank und so Faxen. Wir Andere brauchen Frage, Kleber. wo haben wir polymeren Schrott? Ja, Chemiestation. Aber wir brauchen halt auf jeden Fall Wasser, ist halt nervig. Ja, Eine Wasser ist Ehre, halt so ein. Superkorn. Was? Superkorn? Ja.
Ich hab noch einen Murky, das tue ich mal hier rein. Ich esse mal das Katzenfutter und das Tuna. Wieso nimmst du denn nicht Ding? Ja, esse ich auch, aber ne, das sind so kleine Dinge, die den Platz aufnehmen und nur ein bisschen Essen bringen. So, jetzt ist die Frage. Ja. Wo soll ich den hinstellen? Ich würde ihn halt hier oben drauf irgendwo machen, damit eben nicht unten ein Zombie ihn vielleicht erwischt. Ja. Der ist relativ groß. Das Dumme ist halt hier, wir müssten eigentlich von dem Boden die Lage wegmachen, weil es kotzt mich an, dass hier alles schwebt. Ja, ne? Das ist ein bisschen nervig, aber. Was soll man machen? Am Ende stürzt uns unser gesamtes Dach ein. Da unten sind zwei Hasen, die du looten kannst. Airdrop. Tust du die beiden Hasen auf dem Parkplatz looten? Ja. Weil du kriegst mehr raus, hast du gesagt. Ja. So, und wo ist der Airdrop runtergekommen? Nirgendwo. Hey, warum kann ich das Ding denn nicht platzieren? Ich gehe mal zum Airdrop, okay? Ja, ich würde gleich auch mitkommen. Ich versuche gerade noch das Wasserteil zu platzieren. Ja, du hast da aber auch noch zwei Hasen, die gelootet werden müssen. Ich weiß, ich muss noch zwei Hasen looten. Das Problem ist, ich kann das Wasserteil nicht platzieren, weil es einfach ne, zu groß ist und ich immer selber in dem Radius drin stehe. Das kann ja nicht sein. Oder muss ich das auf den Boden stellen? Es muss auf dem Boden stehen. Oder zumindest auf einer Ebene. Ja, das ist klar, aber ne. Komm schon. Kann ich es jetzt da hinstellen? Nein, ich stehe immer noch drin. Gehen wir mal ganz ans Ende davon. Nein. Okay. Ich muss hier auf jeden Fall auch bald die Stamina leveln. Das ist ja eine Qual, wenn du kaum rennen kannst. Du läufst 10 Meter und bist außer Atem. Ja. Das ist ja schon realistisch, muss ich sagen, hier. Arschlöcher. Okay. Er steht. Jetzt können wir einfach nur warten, wie das Ding da steht und dann eben langsam aber sicher Wasser collected. Ja, es dauert halt sau lang, habe ich bei mit Gorondor gesehen. Ja. Es ist halt wirklich nervig, weil es dauert wirklich lang. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es wirklich ein Wasser pro Tag. Und der speichert halt bis zu 3 Wasser. Kann er speichern. Das heißt, wenn du nach 3 oder 4 Tagen nicht lootest, verlierst du halt quasi auch noch das eine Wasser. Weil er nicht mehr sammeln kann. Was ein Bullshit. Deswegen brauchen wir davon eigentlich direkt mal 3, 4, dass wir halt auch irgendwie ein bisschen was am Vorrat aufbauen können. Ja. Ich weiß auch nicht, wie man das aus dem Teil rausnimmt. Kannst du damit rechts interagieren? Ah, ja. Dann öffnet sich ein UI. Ah, ja, das UI habe ich, aber ne, das zeigt auch nur an, Wasser füllt sich langsam. Ja, dann der erscheint da urplötzlich unten eine Flasche. Da sind unten 3 Dinger und unten erscheint dann eben so eine Wasserflasche aus dem Nichts heraus. Da fand ich ehrlich gesagt die Lösung, mit dem du kannst Wasser eben sammeln und musst es abkochen, besser als das jetzt. Ja. Ich finde, das könnte man halt kombinieren, gar keine Frage. Ja, dass du vielleicht unten halt auch ein Glas hinmachen musst oder so. Genau, also dass du, ja, oder dass du halt wirklich diese Gläser auch wiederverwenden kannst. Ja. Weil das macht halt für mich nicht so Sinn, dass man sagt, okay, du hast halt diese Gläser und also wo du das Murky Water zum Beispiel drin findest. Ich meine, ist klar, dass du auch nicht in Gläsern was findest, in der Toilette, aber... Kommt darauf an, wie das Glas halt drin liegt. Ja, aber ne, ich meine, du wirst normalerweise in Toiletten zwar Murky Water finden unter Umständen, aber halt nicht unbedingt
Nee, das stimmt. Nicht unbedingt. Ja gut, aber ich meine, das macht halt schon Sinn, dass du das Glas nicht mehr verwenden kannst, seitdem du getrunken hast, wenn du Asgardianer bist. Hast du nicht geguckt, ja? Die Marvel-Filme. Ja. Nein. Weil die Asgardianer, die nehmen dann eben, lernen es und schmeißen es auf den Boden und sagen, wenn es gut war, noch eins. Naja, okay, gut. Das heißt, wir sind halt Asgardianer, ich sehe schon. Ja, anscheinend. Was wollte ich denn gucken? Was brauchen wir denn, um so Zeug hier zu bauen? Tools, Salvage Tools, Gates, Clubs, Love Jammers. Ja. Bist du mir vielleicht auch noch einen Honig hier extra? Wenn wir schon da sind. Nein. Kein Glück für mich. Traurig. Ja, wir brauchen diesen einen Skill Point, damit wir eine Engineering-Karriere einschlagen können. Oh, das war jetzt eher traurig, ehrlich gesagt. Hey, immerhin, zweimal Kochbücher. Tommy, komm her, ich brauche deine XP. 100 Wood Cubes sind zwar ganz nett, aber... Variable Shape Helper? Wieso? Ach, die Stecken, du bist 100 oder was? Haben die Quests eigentlich XP auch gegeben? Ja, 2500. Und dann würde es ja fast Sinn machen, direkt nochmal eine zu machen. Gib mir XP, ich will ganz viel davon. Ich will XP. Bandana. Kann man den direkt verkaufen an den Herrn? Braucht ja keiner hier. Hey, du, Bob. Also pro 50 Holz kriegen wir auch 5 Dollar von ihm. Ja, ist jetzt aber... Weiß nicht. Clear Zombies. Ich hätte noch eine Buried Supplies. Gut, dann gehe ich direkt zu dem Supplies von mir aus. Jo. Treffen wir uns da. Soll ich noch mal Essen mitbringen? Ich habe noch genug und ich habe auch ein Quilled Meat dabei, falls du welches brauchen solltest. Gut. Ja, nö, ich bin voll mit Essen, das sollte eigentlich reichen. Sagen wir es mal so. Das heißt, wir werden wieder eine kleine Burg drumherum bauen. Ja, das fand ich eigentlich eine ganz gute Sache. Das hat das Überleben nachts ja auch möglich gemacht. Watschel, watschel, watschel. Ja, wenn wir die Engineering Bank da haben. Gut, ich brauche mit einem Level. Es gibt so viel, was ich skillen will. Ich hasse das. Diese Entscheidung. Ich bin da auch ehrlich gesagt kein großer Fan von diesem Skill-Level-System. Ich fand das früher irgendwie besser. Also was ich ganz, ganz schön jetzt eigentlich finde, ich habe jetzt angefangen, My Time at Sandrock zu spielen. Und in My Time at Portia war es noch so, du hast die üblichen verschiedenen Bereiche, Social, Looting und Fighting und kannst dann deine Skillpunkte da reinstecken. Und bei My Time at Sandrock hast du die auch, aber je nachdem, was du machst, kriegst du halt die Skillpunkte nur für den Bereich. Also wenn du viel Social-lastig spielst, kriegst du halt die Skillpunkte für den Social-Bereich und kannst die im Social-Bereich verwenden. Und wenn du hart am Looten bist, kriegst du die Punkte zum Looten. Das finde ich ja schon mal ziemlich nice. Ja gut, so war es hier ja früher auch, dass du eben... Ja gut, hier war es halt hart abusbar. Ja, das fand ich halt aber auch dumm von der Idee her. Ja. Irgendwie schlagen die extrem fies zu jedes Mal. Das mag ich gar die nicht. Die Zombies? Ja, die treffen mich dauernd, aber... So. Ich fange einfach schon mal an, hier so ein kleines Loch zu machen, bis du da bist. Dass du dann, oder einer von uns direkt loslegen kann. Ich habe eine Strahlungsentfernungsmod.
Aber ich muss den Baumstamm hier kurz mitnehmen. Ja, ist die Frage, ob wenn wir loslegen, ob das was bringt in dem Sinne, dass wir, ob das da nicht neu spawnt, das Loch. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein neues Ding spawnen sollte. Werden wir dann gleich sehen, wenn du dann da bist. Oh, hier ist auch ein Haus. Bin da. Ich mach mal Start. Da. Ah ne, tut's nicht. Ja. Willst du oder soll ich? Mir egal, mach du ruhig. Dann fäll ich noch ein paar Bäume und bleib hier oben. Ja, ich mach mir mal oben wieder meinen Deckel drauf. Ja, das ist eine gute Sache, glaube ich. Ja, geht noch nicht. Muss noch eins tiefer. So, dann würde ich sagen, die Nacht wird wieder hier geschaufelt und gewartet. Und wir sehen uns dann sehen wir uns morgen früh. In der nächsten Episode wieder. Ja. Bleibt gesund, haut rein und bye bye. Auf Wiedersehen.